Aber wie heißt es in einem Lied, egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Und so gesehen haben Stefanie Ehl und Oliver Weihrauch eigentlich immer Sommer, denn sie gehen immer wieder gerne baden, freiwillig, beruflich. Sie haben sich auf Unterwasser-Fotoshootings spezialisiert. In ihrer Heimat in Neuwied, da waren wir beim Fototermin. Das Detail ist wichtig. Gut aussehen unter Wasser. Gar nicht so einfach. Alles scheint wie bei einem normalen Fotoshooting und trotzdem ist vieles anders. Gerade beim Make-up. Ich muss es richtig schön in die Haut einarbeiten und es muss halt auch fettfrei sein. Wieso? Weil das sonst unschöne, ja, also es würde dann halt auch abgehen und gerade bei Flüssiganteilen oder Flüssig-Make-up, das würde sofort verlaufen. Also muss ich halt etwas haben, was auf Creme-Basis ist. Und im Tage. Für gute Luft unter Wasser ist Oliver zuständig. Und der Fotoapparat muss natürlich wasserdicht verpackt sein, doch das ist noch lange nicht alles. Das Wichtige ist halt, bei der Unterwasserfotografie Licht zu haben. Licht und nochmals Licht. Man kann gar nicht genug Licht haben, denn Wasser schluckt sehr viel Licht. Schon bei einer Entfernung von 3 Metern lässt der Rotanteil nach. Deswegen muss man unter Wasser mit Weitwinkel fotografieren. Und Kunst unter Wasser kann auch schwer und anstrengend sein. Ganz schönes Gequäle, ne? Ja, aber was macht man nicht alles für gute Bilder? Dann muss es zügig gehen, die Luft ist begrenzt. Alle auf Position. Das Shooting kann beginnen. Unterwassermodel Myra Sniflinger schwebt ein und muss sich erst einmal orientieren am Set. Dann beginnt das Spiel mit der Kamera. Erschwerte Bedingungen durch den hohen Salzgehalt im Wasser, der bringt nämlich Auftrieb. Man muss überhaupt erstmal an die richtige Position kommen, weil man ja nicht runterkommt. Und dann wiederum den Körper so zu drehen und in Richtung Kamera, weil man sieht ja nicht mal was, ist schon nicht ganz einfach. Und was kommt dabei raus, wenn man richtig dran bleibt? Eine Ausstellung der schönsten Werke zu sehen in Neuwied. Was bringt die Zukunft? Ich möchte auf den Malediven in dieser wunderschönen Unterwasserwelt mit Rochen einfach nochmal ein Shooting machen. Die bunten Fische, diese Fischwelt, die bunte Unterwasserwelt, das ist das Faszinierende. Träume. Und natürlich alle unter Wasser. Schöne Bilder und falls es Ihnen auch mal das Wasser in die Augen treiben soll, ein solches Unterwasser-Fotoshooting kostet inklusive dann kleinem Make-up ab 179 €.